wandern oder möchtest einfach mal wissen, was alles so dazugehört oder wie du dich vorbereiten kannst, dann lade dir jetzt unsere Checkliste kostenlos runter www.muttersprachepodcast.com/checkliste. Hier findest du alle Informationen zusammengesammelt an einem Ort. Wie lebt es sich im Ausland? Wie baue ich mir eine Existenz auf? Und wie gehe ich so eine Auswanderung denn überhaupt an? Seit über 3 Jahren treffen wir hier an dieser Stelle jede Woche Menschen, die diesen Schritt in die verschiedensten Ländern dieser Welt gewagt haben. Außerdem gibt es wertvolle Tipps von Fachleuten und erfahrenen Experts rund um das Thema Leben und Arbeiten im Ausland. Mein Name ist Monique Menesi und ich bin sogar schon mehrfach ausgewandert und habe verschiedenste Unternehmen im Ausland gegründet. Und so auch meine Podcast-Kollegin, die Evi. Wir beraten Menschen, die ähnliche Träume haben. Und wir nehmen dich jetzt mit in eine neue Muttersprache-Podcast-Folge. Bleib dran, denn hier geht's jetzt sofort los. Herzlich willkommen im Muttersprache-Podcast. Ich habe heute die Dr. Andrea Friese hier zu Gast. Herzlich willkommen, liebe Andrea. Schön, dass du heute da bist. Hallo Monika, danke, dass ich hier bei dir sein kann über das Internet oder den Computer. Ja, ist cool, oder? Aber ja, so weit weg bist du gar nicht. Erzähl uns doch mal ganz kurz, wo du lebst und was du da machst. Ja, du hattest mir gerade erzählt, in San Diego. Ich bin mehr im Norden, wahrscheinlich so zwischen 7 und 9 Stunden nördlicher von dir. In der Nähe von San Francisco, oder wie wir das hier nennen, ist das Bay Area oder auch Silicon Valley genannt. Hier oben gibt es eben diese großen Firmen wie Netflix und Apple, das kennt ja alles jeder. So, und da ist eine kleine Stadt an den Bergen dran und die heißt Los Gatos. Und wenn du über diesen Berg rüberfährst, bist du dann in Santa Cruz am Meer dran. Und ja, ich wohne genau zwischen Los Gatos und Santa Cruz in den Bergen. Echt? Oh, das ist schön. Ja. Ich bin da schon mal hergefahren. Das ist so eine ganz tolle Strecke, gell, mit dem Auto. Wenn wir nicht heute oder nicht in der letzten Woche, weil viele Leute können nicht so richtig Auto fahren. Und der Highway, der heißt Highway Nummer 17, und anscheinend ist es einer der gefährlichsten Highways hier in Amerika. Und da sieht man eben viele Stoßstangen und viele umgekippte Autos, vor allem wenn es jetzt so regnet, wie es jetzt hier los ist, wo wir dieses Inferno haben. Ja, und das ist einstraßig, ne? Einstraßig gibt es ja auch oder überwiegend einstraßig, glaube ich. Einspurig. Ne? Ja, das ist schon zweispurig, aber trotzdem, irgendwie ist der Highway falsch gebaut worden und sind zu viele Leute auf der Straße. Und da kippen einfach viele Leute auch mit dem Auto so um und dann kommst du nicht weiter. Bist du dann mitten im Gebirge und kommst nicht runter. Aber das sind Ah, auch, Wahnsinn. Aber jetzt bin ich cool. Natürlich total gespannt, wie das dazu gekommen ist, dass du da lebst. Und du erzählst uns gleich auch noch, was du machst. Aber lass uns doch erstmal zurückhüpfen. Wo kommst du her und was ist dein Weg überhaupt in die USA? Warum lebst du hier? Und ja auch schon seit 21 Jahren, hast du mir gerade erzählt. Ja, das ist Wahnsinn, wenn man da selber mal drüber nachdenkt und wie lange man schon hier ist und mitkriegt, man ist fast eine halbe seines Lebens hier, ist das schon ein bisschen angsteinflößend, aber ist ein ganz anderes Leben. Und du hast mir erzählt, du bist schon 10 Jahre hier und das hört sich auch lange an, aber ist es ja nicht. Und 21 Ach, ist ja Jahre schon. Also so alles, was so zweistellig wird, finde ich, ist schon ganz schön also lang. 21, die Zahl, die fühlt sich beschreckend an, aber im Endeffekt war es gestern, wo man sich in den Flieger gesetzt hat oder vielleicht vorgestern. Aber ja, ich komme aus Deutschland, aus der Nähe von Berlin. Ich sag immer Berlin, weil keiner kennt die kleine Stadt, wo ich aufgewachsen bin. Das sag nicht. Das ist echt manchmal... Bestimmt ganz, ich habe so ein Frauen-Mastermind-Programm und da habe ich 2 Frauen drin und dann hat sich die eine vorgestellt und dann sagt sie, ich komme aus da und da
Und dann sagt die andere, wo denn da genau? Und dann stellte sich heraus, dass die beide aus dem Nachbarkaff kamen, was eigentlich kein anderer Mensch kannte. Also die Welt ist manchmal so crazy. Und es gibt bestimmt Ja. jemand, der hier zuhört. Schreibt mir das mal. Wer dann, Okay, ich wie heißt komme die? Ja. jetzt. Jetzt kommt's raus. Ich komme aus Werneuchen. Das ist in der Nähe von Bernau und das liegt an der 158, an der Landstraße nach Polen. Das ist im Berliner Speckgürtel und war ehemalige DDR. Also bist du So. aufgewachsen quasi noch zu DDR-Zeit jetzt, Ja. so vom Alter her? Ja, wie man das so schön sagt, so ein kleines Ossi-Kind. Ich war, glaube ich, 14 oder 15, als die Mauer runtergefallen ist. Was natürlich schön war für mich, weil ich war alt genug, um mich daran zu erinnern, wie die Zeit vorher und danach war, aber jung genug, um mich auf diese neue Umwelt und die neue Lebenslage einzustellen. So, ja, ich bin froh, dass ich das noch miterlebt habe und natürlich noch froh, dass ich noch nicht so alt war. Und dass das natürlich für mich dann viel, viel einfacher war als für jemanden, der vielleicht in 50er oder 60 Jahre alt war, als das War passiert das ist. aber immer so ein Thema, so USA? Also ich habe schon häufiger auch Gäste hier im Podcast gehabt, die eben so zu DDR-Zeiten aufgewachsen sind, die gesagt haben, boah, Reisen war schon immer, Amerika war schon immer so ein richtiger Filmtraum irgendwie. War das bei dir auch so in der Familie, dass das so echt so Nee, der, ne? eigentlich gar nicht. Vielleicht hat es um ein Alter zu tun, dass man da nicht so doll drüber nachgedacht hat, wo man dann hinreisen würde oder könnte und man kann es ja eigentlich gar nicht. Also Amerika war niemals so richtig in meinem Gehirn drin oder im Traum oder was auch immer. Das ist dann eben halt passiert, so wie manche Sachen halt passieren im Leben. Wie gesagt, Mauer kam runter und dann das Abi gemacht und wie das in Deutschland so ist, dann auf die Uni gleich nach dem Abi. Ich habe in der Humboldt-Universität in Berlin studiert, habe dort Jura gemacht und das war in Ordnung, war nun nicht spannend und hat nicht so viel Spaß gemacht, aber wie man das vielleicht als solcher macht, man reißt sich zusammen und macht es fertig, was man angefangen hat. Und das habe ich auch gemacht, hatte das erste Staatsexamen fertig gemacht. Und damals, ich glaube, das ist jetzt anders, aber damals musste man noch so ein Referendariat machen. Und das, glaube ich, dauerte 1,5 Jahre. Und zwischen dem Abschluss, den man gemacht hat, und diesem Referendariat, da liegen so ein paar Wochen oder vielleicht sogar Monate. Und ja, da hatte ich mir überlegt, Mensch, man könnte ja eigentlich in Urlaub fahren. Und ich hatte so eine Cousine dreimal über den Parkplatz, wie das so ist, so eine ganz entfernte Cousine in Kalifornien gehabt und dort mich gemeldet und gesagt, ob man vorbeikommen könnte. Und ja, und dann bin ich hierher geflogen War das und dann deine allererste große USA-Reise oder? ich war schon mal, ich kann mich gar nicht erinnern, ich glaube, ich war schon mal kurz da mit den Eltern, aber das war zum ersten Mal alleine. Und zum Glück hatte ich ja da diese Leute und hatte dann auch eine Anschlussfamilie, hatte einen Platz, wo man auch schlafen konnte. Aber es hat eben, war so gesehen ein Urlaub. Und damals hatte ich noch viel Fitness gemacht, so Rennen und Fahrradfahren. Und da hatte ich einen Unfall gehabt, wo ich mir ganz schlimm das Bein, wie heißt das auf Deutsch? Das Fußgelenk, habe ich schon lange nicht mehr gedacht. Das Fußgelenk, In den USA? ja, umgerissen habe, auch wie auch immer das, wie man das auf Deutsch nennt. Und dann hat auf Gebrochen, einmal, nee, gezerrt? ja, gezerrt, danke. Mein Gott, Sprain, Das. Man hat so Sprain, ein gewisses Vokabular, das geht dann Sprain. Oh mein Gott. bezogen auf das, was du da machst, nur in Englisch. Aber du kannst Ja. auch ruhig gerne Denglischen. Wir Okay, hier im okay. Muttersprache-Podcast, das ist unsere Sprache der Wahl. Denglisch können wir besonders Ja, gut. genau. Man fühlt sich
da so ein bisschen doof an, wenn man da die Zehrung nicht mehr kennt, aber das passiert Nee, eben. also liebe Leute, das ist nicht, dass wir fancy klingen wollen. Das ist einfach Ja. die Mischung zwischen unseren Gehirnen, die das dann einfach nicht mehr hinkriegt, das Ja. dann zu sagen, ich kenne das voll. Ja, und wenn das Gehirn dann total alle ist, dann kommt sowieso nur Quatsch raus, Das ist ne? bei meinem Sohn so, Andrea, der ist 21 und der versucht dann manchmal das krampfhaft auf Deutsch zu sagen und dann kommen da Worte raus, dass du dich totlachst dabei. Also Ja, red okay. ruhig, wir verstehen dich schon. Machen wir. Gut. Eine Fußgelenkverzerrung. Und dann hatte jemand mir mal gesagt, na, geh doch mal zu einer Chiropraktorin. Die wird dir den Fuß röntgen und dann guckt sie sich das mal an. Und ich hatte das noch niemals gehört. Chiropraktoring, das klang auch so blöd. Und dann, das hatte ich auch nicht gekannt, wie Das gesagt. Aber gab es auch, finde ich, zu nee. der Zeit in Deutschland nicht. Da gab es Orthopäden, Ja, oder ne? Heilpraktiker, ja. Oder so, genau, Ja. ja. Oder Knochenbrecher, oder wie man das auch so nennt. Ja, Und Knochenbrecher kenne ich auch. dann, wenn man. Und wie das so ist, wenn man in Kalifornien ist, dann will man ja alles mal mitnehmen. Also man ist dann auf Das heißt, einmal du so. warst einfach zu Gast bei der Cousine, hast bei der gewohnt. Wie alt warst du da? An 20, 25. 21? Warte 20? mal. Ich glaube 20. Nee, warte mal, jetzt muss ich mal selber überlegen. Wahrscheinlich schon Abi 24. Ja, 24. Also so einundzwanzig. Anfang Ja. 20. Ja, Welt stand genau. dir offen. Du hast gedacht, Genau. okay, jetzt mache ich erstmal hier nichts, lange genug gelernt und Ja, studiert. ja. Wie war das? Weißt du das noch? Hast du so richtig diesen Amerika-Vibe, den richtig Ja. California? Ja, okay. Alles so schön mitgenommen. Wie gesagt, alles mal probiert. Also Sushi, so rohen Fisch essen und dann auch zum Yoga gegangen, wo man sich dumm schwitzt, weil das da drin so heiß ist. Oder Pilgrim Yoga. ja, Ja. alles so mitgemacht. Ja, Und aber dann. alles, was zu der Zeit ja auch wahrscheinlich sowohl du aus dem Osten nicht kanntest, als auch natürlich in Westdeutschland auch noch Gar nicht nicht. so populär war, Ja. ne? Ah, cool. Ja. Und dann Boah, wolltest du wahrscheinlich gar nicht mehr zurück, oder? weil in dem Moment, da wollte ich noch zurück, weil man hatte ja dann noch diese Vorstellung, man ist ja, hat einen Jura-Abschluss und man fängt das Referendariat an und das muss ja so sein, wie das immer ist. Und das hatte ich auch in dem Moment noch gedacht. Und dann, wie gesagt, bin ich da zu dieser Chiropraktikerin rein, weil ich konnte ja nicht laufen mit diesem Fußgelenk und die hat natürlich ein Röntgenbild genommen, war natürlich nichts gebrochen oder so. Und dann fing die an, mich einzurenken, den Nacken und den Rücken. Und das war so richtig komisch. Man hat dann eine Einrenkung gekriegt und ich habe es auch nicht verstanden und bin dann aber wieder zurück, weil man wollte wissen, was das denn ist. Und dann hat man andere Leute in dem Wartesaal gesehen oder Wartesaal in dem Wartezimmer. Und die haben dann angefangen, sowas zu erzählen. Ja, die konnten jetzt, keine Ahnung, die haben keine Blutdruckmedication mehr gebraucht oder die haben keine Kopfschmerzen mehr gehabt oder die konnten schwanger werden. Und das hat dann eigentlich keinen Sinn gemacht, weil du legst ja da auf diesen Tisch und dann nimmt einer deinen Hals und renkt den dann ein und dann macht es auch noch so viel Krach und dann denkt man, dir werden die Knochen gebrochen. Und dann stehst du auf und dann fühlt sich das trotzdem anders an. Und wie gesagt, nach 2 Wochen hatte ich mir gesagt, na, das geht ja nicht. Das muss ich rausfinden, was das ist. Manchmal im Leben hat man so einen Moment, wo dir die Haare auf dem Arm hochstehen. Und das war definitely einer der Momente. Und Also dann. wirklich ein life-changing Moment, was da mit dir passiert ist. Ja, das verstehe ich voll. Und dann bin ich dann nochmal nach Hause geflogen und dann hatte ich meiner Familie erklären müssen, dass ich das Referendariat nicht anfange und wieder nach Amerika gehe. Aber diesmal, wie du ja weißt, die Uni in Deutschland kostet ja fast gar nichts. Aber wenn man hier wieder nach Amerika kommt, alles kostet ja und Ausbildung kostet eine Menge Geld. Also Und warst du, als du dann zurück bist, bist du mit dem Gedanken zurückgeflogen, ich schmeiß alles hin und ich Ja. will das lernen, was Ja. für mich ein life-changing Moment war? Ja, Also war das genau. so super, deine Mission, dein Plan, dein Ja. Ziel? Ja. Wow! Ja, das macht keinen Sinn. Ich
Ich muss rausfinden, was der Sender ist. Ja. Und wie gesagt, wenn man nach Hause kommt und man erzählt es seiner Familie, die haben natürlich dann Klar, die gesagt, verstehen das nicht, ne? Die nee. Und können das. diese, das ist ja wirklich, also ich kann das gut verstehen, dass wenn in deinem Körper was passiert und dann sich dadurch auch dein ganzes Leben verändert, wie soll jemand von außen verstehen, was in dir Ja. vorgegangen ist und dann zu sagen, das muss ich wissen. Ja. Das muss ich, da muss ich jetzt, egal zu welchem Ziel das hingeht, was daraus wird, aber das muss ich verstehen. Ja, Das kann ja genau. kein anderer verstehen. Also Ja, von außen ja. schwierig, ja. Ja, und ja, du kannst es verstehen, aber so Eltern verstehen es nicht so am Nee, Anfang. schon mal gar nicht, wenn sie aus der DDR wahrscheinlich kommen, ne? Und genau, Das. und man hat ja diesen Lebensweg, der war ja eigentlich schon so vorgeplant. Du machst ein Referendariat, dann kriegst dann, du machst dann vielleicht eine Kanzlei auf und das bringt ja alles prima und es ist ja auch alles, da sind ja auch nicht viele Schritte, die falsch gehen könnten. Und ja, und dann komme ich nach Hause und sage, nee, doch nicht. Ich muss jetzt nochmal 5 Jahre in die Schule. Und dieses Mal kostet es ein Schweinegeld, auf gut Deutsch. Und es hat eine Weile gedauert, bis sie sich mit diesen Gedanken angefreundet haben, aber es ging dann. Dann hat man sich ein Visum geholt, ein sogenanntes Studentenvisum. Und die Amis, die nehmen, wenn man ein Abitur hier, ich weiß, vielleicht hat sich das geändert, aber damals, die Amis, die kennen das Abitur nicht so richtig an. Nee, es ist leider immer noch Ist so. immer noch so, oder? Ja. Also es ist ein bisschen einfacher, glaube ich, jetzt, dass das anerkannt wird. Aber so grundsätzlich ist das immer noch so, dass viele Ausbildungen und viele Abschlüsse, also ich habe ja auch eine Heilpraktika für Okay. Psychotherapie-Ausbildung, das interessiert hier Ja, keinen. Das klar. kann sich ja alles nochmal neu machen und da, Ja. ne, dann musst du das alles nochmal neu lernen. Aber das und Abitur verstehen die nicht, weil die natürlich hier nur Highschool kennen und dann Studium kennen. Und das Ja. Abitur ist ja eigentlich so ein Mischen, also Mittelding, ja. Mischen, Mittelding zwischen Abitur und Bachelor, Ja. also Highschool-Abschluss und Bachelor hier, so fast so auf der Ja. Mitte würde man vielleicht sagen, ist das Abitur und damit können die nichts anfangen. Ja, und dann hat man dann eben, da musste man alles nochmal machen. So Bio und Physik und Das Chemie. heißt, du wusstest total sofort, wie du das machst oder wo hast du dir die Informationen damals? Gab es ja auch noch nicht wirklich so viel Resource im Internet, wie es heute gibt. Wie hast du dich da durchgekämpft? Also, wie bist du da Gute Frage. hingekommen, dass du da loslegen kannst? Weil ich kann mir vorstellen, so 21 Jahre zurück, gab es natürlich schon Internet, aber noch nicht so viele Ressourcen und Möglichkeiten, wo man sich die Sachen herholt. Ja, das ist eine richtig gute Frage und leider kann ich keine Antwort davon geben. Ich Du kann das warst so. nicht planen. Wusstest du willst Ja. und dann findet man immer Mittel und Wege wahrscheinlich. So ungefähr, wie wenn man bei den Pferden diese, wie nennt man die, wenn man vor den Augen Scheuklappen. macht. Genau, die Ja. immer nur nach vorne gucken. Und Also du hast echt ein Calling irgendwie, ja, oder? ich glaube schon, auch wenn es so ein bisschen komisch sich anhört, aber ich glaube Warum? schon, keine Ahnung, ist Ist auch das das nicht das, Gleiche. wo wir Menschen immer nach suchen, dass wir so ein Calling kriegen, dass man bestimmt wird, wo man irgendwie hingehört und was man machen möchte. Ich meine, das ist doch echt für jeden Menschen eigentlich das erstrebenswerte Ziel, oder nicht? Ja, schon, aber wenn man das dann selber macht, wenn man das von anderen Leuten sich anhört und denkt man, ach, das ist ja prima. Aber wenn man das, sich überlegt, ach, ich hatte das ja auch, ich hatte auch eine Situation, hat man so ein bisschen maybe guilty feeling, like, oh ja, maybe I had a calling. Warum? Ich Keine finde, Ahnung, aber das das ist ist doch doch das. genau das, was wir wollen. Jeder Mensch ist doch genau auf dieser Suche, dass er diesen Purpose findet, den Sinn findet in dem, was er tut, die Liebe in dem. Also ich habe das auch, deswegen verstehe ich das sehr gut, weil für mich ist das mein Coaching. Und jetzt habe ich dir ja gerade auch erzählt, diese Yoga-Therapeuten, das zu kombinieren, holistisch auf Menschen zu gucken und Menschen weiterzu. Das ist für mich überhaupt keine Arbeit. Das ist einfach total mein Purpose und mein Sinn. Aber ich begleite ja viele Menschen, die das nicht haben und die genau da auf Ja. der Suche sind. Und deswegen finde ich, ist das so ein großes Geschenk. Und da darf man auch ruhig drüber sprechen und auch Oh Gott. stolz drauf sein und das auch erzählen. Also ich finde, du bist da eher eine Inspiration, dass sich das lohnt, weiter zu suchen, um das auch zu finden und dass es auch lohnenswert ist, ruhig mal was hinzuschmeißen und
einen längeren Umweg vielleicht zu machen, um dahin zu kommen, wo man gerne hin möchte, finde ich mega inspirierend, muss ich sagen. Na gut, nur wenn du das so sagst, ist es in Ordnung. Ja, stimmt, es stimmt ja auch, aber Doch, du bist dann echt vielleicht jetzt? ein bisschen bescheiden oder so. Ah, das ist wieder so Also, typisch deutsch, ne? Das ist das wieder kriegt so man typisch. nicht So, raus, ne, ganz ehrlich, der Amerikaner oder? würde jetzt sagen, mich gemacht und echt super. Ja. Und da sind wir wieder so richtig Understatement. Ein Ruhig bisschen. uns, ja, nein, also ich finde das mega geil. Du hattest dein Ja. Calling und dann hast du deinen Weg gefunden, hast dann 5 Jahre die Ausbildung gemacht. Weißt du noch, was das gekostet hat und wie hast du das finanziert? Ja, mal überlegen, wie man das am besten jetzt sagt. Die Ausbildung ist teuer. Ich hatte damals um diese Bio und Chemie, diese Vorsachen, die man haben muss bei so einer Universität. Kennst du Universität of Phoenix? Das ist so eine Abendschule. Das ist sozusagen so ein bisschen Ja. der Vorreiter von den Ja, genau. Online-Universities, die es ja jetzt überall gibt. Ja, und da gehst du hin und dann lernst du da ein bisschen, aber nicht so viel, und dann machst du einfach die Prüfung, damit du diesen Schein hast. Und dann fängst du mit Chiropractic College an. Und die Sache ist, als internationaler Student, wenn du so ein F1-Visum hast, du hast keine Arbeitserlaubnis. Ja, genau, du darfst nur auf dem Campus arbeiten, glaube ich, ne? Nur Genau, als oder das Studentenarbeit. stimmt. Und als international Student, du kriegst auch keinen Studentenlohn. Entweder hast Und kein du Scholarship auch nicht, gar ne? nichts, die geben dir gar nichts. Und entweder hast du die Knete unterm Bettkissen, oder du musst arbeiten. Da musst du dann kreativ sein. Ich habe also gearbeitet. Das ist nun mal so. Ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie, dass ich da einen Ärger kriege. Du hast Aber einen Weg gefunden, Geld zu machen, sagen ich wir es habe mal einen so. Weg gefunden, Geld zu machen. Ohne dass wir sagen, was. Genau, es war normale Arbeit, also war nicht irgendwas Illegales, sondern man hat eben gearbeitet. Man hat viel gearbeitet. Und dann hatte ich das ist ein Quarter-System gewesen, und jeden Quarter bin ich dann zum Sekretariat und habe dann mein Geld auf den Tisch gehauen und gesagt, das ist jetzt Tuition. Und dann haben sie immer gelacht und gesagt, hast du jetzt eine Bank ausgeraubt, weil du immer mit deinen 20 oder 100 Dollarscheinen hier antanzt? Dann habe ich gesagt, naja, wenn ich es auch gemacht hätte, hier ist das Geld, habe ich natürlich nicht gemacht. Aber dadurch habe ich dann das Studium bezahlt, und Wahnsinn. zum Glück habe ich jetzt keinen Stundenlohn. Das ist das, was viele, viele, viele Amerikaner haben, ne? Die haben dann 60, 70, 80, manchmal über Nee, geh hoch, 100.000. nee, höher. Noch höher, echt. Chiropraktik anscheinend der normale Average. Chiropraktiker, der geht zwischen 250 bis Oh! 350.000. Wahnsinn, Überleg dir oder? das mal, Viertelmillionen, ne? Das ist Das ja krass. ist Wahnsinn. Wahnsinn. Also was Aber für Sacrifices du dann gemacht hast, was du dann auf, also ich meine, da muss man ja auch bereit für sein, diesen Weg zu gehen. Und dann musst du ja wirklich viel gearbeitet haben und Ja. noch Zeit gehabt haben zum Lernen. Also hast du dann noch ein Leben eigentlich dann dabei gehabt Nee. oder nee, ne? Nee, gar nicht. Aber wenn ich zurückgucke, war das eines der besten Zeiten meines Lebens. Da hast du einfach durchgeboxt, und das ging alles irgendwie. Ja. Ja, Und glaube ich. dann. Ja, es geht nur, wenn man seine Bestimmung gefunden hat, ne? Ja, Das hört sich und. jetzt so doof an, aber wenn du nicht wirklich das aus dem Herzen hundertprozentig willst, dann geht dir ja die Luft aus. Dann kannst du ja nicht dieses Volume an Ja. Arbeit und an, wahrscheinlich hast du überwiegend eher dann auch von Rahmen gelebt als von allem anderen. Ja, genau. Ja, Ja. das war schon ein bisschen krass, aber wie gesagt, da ist man da Augen zu und durch, und hat auch was damit zu tun, wenn man jünger ist. Da denkst du nicht darüber nach, zu viel nach, ach, wenn es schief geht. Und Weil hat wenn. sich das dann erfüllt? Also wenn, als du dann fertig geworden bist, hast du dann auch wirklich gesagt, das war es wert? Also oder Ja, ja. klar. Also Ja, es ist die Liebe und dieser Purpose ist geblieben dann auch. das mache ich ja jetzt schon, meine Güte, ich glaube, 15 Jahre. Nee, 2004
Ich bin schon länger hier. Jetzt muss ich mal überlegen. 2004 den Abschluss gemacht. Also ich bin 1999 hierher gekommen Ja, anscheinend. Wahnsinn. Dann 2004 Abschluss gemacht und dann in 2005, 6 Monate später, habe ich eine Praxis aufgemacht. Und wie gesagt, Wow. Das heißt, ja. vom Studium hast du dich direkt selbstständig gemacht. Ja, innerhalb von 6 Monaten. Und wie gesagt, Wow. vor 20 Jahren war das noch nicht so, dass man, da hat man dem Mieter einen Scheck gegeben und gesagt, hier ist mein erster Monat oder 2 Monate. Und es ging dann auch. Und dann ist man zu IKEA. Konntest du dann switchen vom Studentenvisum auf eine Green Card oder wie ging das da Ja, damals dann? das ist dann noch eine andere Geschichte, aber ich habe dann geheiratet, weil vom Studentenvisum konnte man noch ein Jahr, das kennst du ja vielleicht, das Ja, dieses OTP OT, oder ja, ja, so ein Unsinnvisum machen und dann danach senden sie dich nach Hause oder musst dir einen Anwalt holen oder wie auch immer. Oder Ja. man heiratet. Und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich da die Green Card gekriegt. Und aus dieser Ehe kamen dann zwei Jungs raus. Der eine, der ist jetzt 15, das ist der Leon. Und der Kleine, der ist 12 und der ist der Faustus. Und ja, dann hat man einen auf Familie gemacht, ein bisschen. Und dann bist du immer dort geblieben in der Gegend zwischen Santa Ja. Cruz und Los Gatos? Und Ja. da lebt ihr jetzt auch als Familie? Ja, nicht so schon als Familie. Die Ehe ist dann in den Eimer gegangen. Und ja, dann bin ich jetzt mit meinen zwei Jungs und jetzt wird es spannend. Und dann habe ich noch eine neue Lebenspartnerin, IN. Und ja, wir leben dann jetzt zu viert da oben in den Bergen. Und haben noch zwei Hunde und das ist auch prima. Also du hast dann wirklich so, ich meine, du hast ja schon mal einmal unter Beweis gestellt, wenn du was willst, gehst du den Weg und hast das dann auch auf der privaten Ebene auch noch gemacht. Und ja. Hast du das vorher schon, darf ich da reingehen? Ja? Klar. Hast du das vorher schon so für dich gewusst, dass du in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung leben möchtest? Oder wie war das die Entdeckung für dich? Das ging dasselbe wie mit diesem Chiropraktik. Ich hatte keine Vorahnung oder keine Idee, hat mir nie darum Gedanken gemacht. Und dann, wie gesagt, dann hat man wieder so einen Moment, wo dir die Haare auf dem Arm hochstehen, die Gänsehaut. Und dann hätte man auch sagen können, ach, das klingt ein bisschen blöd oder vielleicht doch nicht. Oder, wie gesagt, Augen zu und durch. Und Toll. Also du dann, bist eine Frau, die einfach ihren Weg geht und das ja. macht, was ihr Herz sagt. Ja, entweder oder. Ja, Ja, und nee, so es kann ist ja man auch richtig, Andrea, es ist auswählen. ja auch dein Leben, ne? Ja, Und du lebst genau. das Leben ja nicht für andere. Natürlich, du hast Kinder und die sind wichtig, aber am Ende ist das dein Leben und dein Lebensweg. Und wenn du nicht Ja. das machst, was du möchtest und wie du leben möchtest, von außen wird dir das keiner geben und wird dir das auch keiner auf die Füße bringen. Du musst schon selber entscheiden, was du willst. Und das hast du Ja. ja von vornherein gemacht. Ich finde das super. Ich finde das Ja. total großartig. Ja, danke War das schön. denn sofort ein Renner mit dem Business? Also ich meine, jetzt hast du erstmal Jura studiert und dann hast du dein Chiropraktika-Studium abgeschlossen. Aber dann in die Selbstständigkeit zu gehen, ist ja erstmal nochmal wieder eine neue Challenge. Und als Unternehmerin wird man ja auch nicht unbedingt jetzt so in der Schule ausgebildet. Ja. Welche Hürde war das? Lief das von vornherein? War das schwierig, deine Praxis aufzubauen? Und wie hast du das auf den Weg gekriegt? Na, wie du das kennst, da du ja auch mit Leuten arbeitest und coachst, so einfach ist das ja alles nicht. Und da ist kein roter Teppich vor der Tür und dann kommen die Leute rein und das dauert eben. Und da muss man nur Sachen machen, wo man eigentlich keine so große Lust drauf hat. Und
Ich habe jetzt auch manchmal hier so junge Leute, die jetzt gerade einen Abschluss haben und die denken dann vielleicht eher, dass es von heute auf morgen ist und die wollen da nicht so viel, sagt man das, so viel Arbeit reinstecken. Aber es ist, wie gesagt, ob das mit, es dauert eben. Und am Anfang, das kennst du vielleicht auch als Heilpraktikerin, das ist ja auch so eine Sache. Und jeder hat eine Ahnung oder eine Opinion, eine Meinung über Chiropraktiker. Entweder ist es auch prima und die haben mir so viel geholfen, oder wahrscheinlich ist es 30% und 70% von den Leuten, ach, das ist ja Unsinn und Quatsch und man muss ja immer hingehen und das macht ja gar nichts und das kostet so viel und die Versicherung, die bezahlt es ja gar nicht. So, da kommt man, dann muss man sich auch so ein bisschen durch diese allgemeine Meinung durchboxen. Ja, so ein bisschen die Bildung auch, Ja, ne? Und oder? Und weil man will sich ja dann auch nicht so, man will ja den nicht so raushängen lassen, dass ich weiß mehr als du und ich will dir das jetzt auch reindrücken und du musst das jetzt machen, was ich sage, sondern du musst dann einfach die Leute du musst sie treffen, wo die Leute sind. Die dir vertrauen und die fühlen sich dann auch wohl mit dir und die öffnen sich dann und die fangen dann auch an zuzuhören. Aber du kannst es nicht vorher machen. Die Leute hören nicht zu und ich selber mit mir. Du hörst nicht zu, wenn du dich nicht bei der Person wohlfühlst oder das Gefühl hast, ach, die kümmern sich richtig um dich. Und das geht ganz schnell, dass du dir eine Meinung bildest über jemanden, kennst du gar nicht und sagst, ach ja, klar, oder ach nee. So, und das ist mit Chiropraktiken, ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, ich keine Ahnung, weil ich habe ja nicht so viele andere Sachen gemacht, aber du musst da eben, da musst du durch. Wobei Und ich finde, so dass das besser. Also ich finde, hier in den USA ist der Chiropraktiker doch sehr angesehen, oder nicht? Also ich weiß jetzt in Deutschland vom Osteopathen zum Beispiel, das ist eher noch so ein bisschen wuhu, ne? Das oder Homöopath oder so, all die, ne? Da wollen wir nichts mit zu tun haben. Aber ich finde hier so, dass du ja doch überall Praxen mittlerweile hast und das auch relativ normal ist, dass man zum Chiropraktiker geht oder nicht. Also vielleicht ist das aber auch mein Kalifornia-Bild hier und in anderen Gegenden ist es nochmal irgendwie anders oder weil wir eh sehr offen sind alternativen Heilmethoden gegenüber. Aber so, also ich kenne jeden, den ich kenne, geht hier irgendwie zum Chiropraktiker oder war schon mal oder hat da irgendwie eine Geschichte zu erzählen. Nee, das stimmt schon, aber es, wie gesagt, es ist ja und nein. Jeder kennt einen Chiropraktiker, oder jeder war mal oder kennt jemanden, der mal gegangen ist. Aber ich mache dann noch ein bisschen was anderes. Das heißt nicht, dass das andere nicht so gut ist. Es ist einfach nur was anderes. Ich mache was, wir nennen das Corrective Care Chiropractic. Du hast Chiropraktiker und das hatte ich in den ersten 10 Jahren auch gemacht. Also das ist auch prima. Du hast dann Patienten, die kommen dann, die haben am Sonntag einen Garten umgegraben und dann am Montag tut denen der Rücken weh. Und dann kommen die am Dienstag rein und sagen, ach, mein Rücken tut weh, kannst du mich mal einrenken? Und dann renkt man die ein. Und dann kommen sie vielleicht noch mal am Freitag und dann ist das wieder in Ordnung. Und dann kommen sie in 2 Monaten, weil sie Tennis gespielt haben. Oder jemand kommt mit Kopfschmerzen und dann kommen sie auch ein paar Mal rein. Aber ich mache das ein bisschen anders. Ich mache das so wie so ein Orthodontics, der so Kieferspangen in den Mund macht, was ich nicht mache. Aber bei mir kommen die Leute rein, ob sie nun Kopfschmerzen haben oder nicht. Meistens haben sie irgendwas. Und ich nehme Röntgenbilder und gucke mir die Röntgenbilder an und gucke, ob da eine Kurve fehlt oder ob da Arthritis drin ist oder nicht. Und dann kommen die zu mir rein, dreimal die Woche, zwischen 6 und 8 Monate. Ja, Jede Woche. macht ja Also. auch Sinn, macht ja auch total Sinn. Und dann am Ende kommt noch ein neues Röntgenbild, weil ich kann ja so viel erzählen, bis ein Schaum aus meinem Mund rauskommt.
Ich muss ja den Leuten auch zeigen, was wir machen. Ja, Und ja, ja, ja. da hast du ein Röntgenbild am Anfang und dann hast du ein Röntgenbild am Ende. Und der So. Körper braucht ja auch, ist das so wahrscheinlich bei dir auch? Also ich weiß es ja nur jetzt von der Yoga-Therapie, dass der Körper ja auch Zeit braucht, um das umzulernen, die neue Ja. Haltung oder die neuen Energieflüsse, die durch Ja. die, was auch immer, Chakren war, Ja, wovon ist man auch immer redet, fließt. Aber das braucht ja Zeit. Man kann ja ja. das einmal, bringt wahrscheinlich eigentlich Nicht gar viel. nichts, oder? Nee, ich sage immer, wenn du nur einmal kommen willst, dann kannst du dir auch eine Schmerztablette nehmen oder eine gute Flasche Wein, dann geht es auch wieder gut. Ja, oder vielleicht mal einmal eine Massage oder sowas, aber Ja, das bringt nicht genau. den Effekt. Weil wenn Leute kommen und sagen, ach, ich will mich besser fühlen, gut, dann kann ich denen auch Eis verkaufen, oder können auch rennen gehen oder was anderes machen. Aber wir müssen ja, kennst du ja auch mit dem Yoga, der Körper, der muss besser funktionieren. Und dann kommt das Feeling, kommt dann, ist dann sekundär. Und Ja, wenn das sind die Leute, sind einfach, also so, ich stelle das häufig fest, die suchen immer nach der Lösung im Außen und die wollen eigentlich ja. eher eine Tablette nehmen, dass das das Problem löst, als zu sagen, ich muss das verändern und ich muss das tun, ich muss mich zum Chiropraktiker schleppen, selbst Ja. wenn du da jetzt deine Hand anlegst, aber die Heilung liegt im Körper selber, ja, und wenn der Körper selber die gewissen Übungen immer wieder macht. Und in der Yoga-Therapie lernen wir Ja. das natürlich auch. Ich bin da ja noch am Lernen, ich bin da noch ganz am Anfang drin, aber ich verstehe mittlerweile immer mehr, dass der Körper alles eigentlich korrigieren kann, wenn wir ihm sagen, wohin oder ihm dabei helfen. Und das braucht Ja. aber Zeit. Das geht eben Ja. nicht so von jetzt auf gleich. Ach, spannend. Ja. Ja. Was für eine tolle Berufung du gefunden hast. Ja, man kann nicht meckern. Es macht Spaß und ist schön, wenn man vor 2005, was ist es jetzt, 18 Jahre so eine Praxis hat und da, du hattest so kleine Kinder und die sind auf einmal Erwachsene. Und Ja. die kommen dann mit ihren eigenen Kindern rein. Das ist Und vor schon allen Dingen, du komisch. hast dich dann auch noch mal mehr gefunden im Sinne von, ich Ja. mache jetzt erstmal nur meinen Job zu, also nicht im Ja. Sinne von meinem Job, sondern ich führe das aus, was ein Chiropraktiker macht, hinzu, ich weiß, das brauche es, um dass ich dir helfen kann. Das ist ja auch noch mal ein großer Unterschied, ne? Ja. Irgendwie zu sagen, das sind meine Bedingungen, so arbeite ich und Ja. nur das macht Sinn. Und Ja. wahrscheinlich kommen die Leute zu dir wie verrückt, oder? Die kommen schon und für Leute, die es für den, wo das nicht so richtig passt, dann weißt du, das ist in Ordnung. Also ich bin nicht für jeden und es gibt so viele andere gute Chiropraktiker, vor allem hier in Kalifornien, das musste zwei Ecken weitergehen, da ist ein anderer. Also ich bin da so auch sehr, ist okay, wenn einer nicht kommen will. Und dann habe ich Platz für einen anderen, oder? Das ist immer das, ja, da muss man, kennst du ja dann auch, da muss man das sein eigenes Ego so ein bisschen zurückstellen. Ja, nee, man kann nicht für jeden da sein. Ich, Ja, oder auch wenn ne? Leute kommen und sagen, ach ja, hast mein Leben geändert, dann kann man auch nicht sagen, ach, ich bin ja so prima und bla bla bla, weil es ist ja dann immer, dass dann jemand anders kommt und sagt, ja, hat ja gar nichts getan. Und dann kannst du einfach dir dann, das kann man nicht ranlassen. Das Da stimmt, hat man sich ja. schon eine kleine, dickere Haut, muss man sich da schon anschaffen. Das stimmt. Erzähl mir noch mal so ein bisschen über dein Leben. Also du hast dann deine Ehe quasi festgestellt, das ist es nicht, hast deine Lebenspartnerin oder Frau gefunden. Ja. Wie ist euer Leben? Wo bist du da jetzt? Wie bist du da angekommen? Wie stellt man sich das vor? Das ist eigentlich ganz, um ehrlich zu sein, das ist gar nicht so viel anders, ob du jetzt mein Mann oder Frau bist, ist eigentlich dasselbe. Wir hatten, als ich noch verheiratet war, wir hatten schon in derselben Gegend gelebt und hatten auch Freunde und dann auf einmal war da noch eine Frau im Bild und da hat man dann auch nicht so viel eine große Sache drum gemacht. Man hat dann einfach gesagt, oh ja, die ist jetzt da und das ging dann und das ist Ja, dann, ist ja auch so. Ich meine, ja, da sind ist wir doch ja so. heutzutage echt drüber hinweg, oder? Da Ja, uns Gedanken drüber zu ja. machen, ob das richtig oder falsch ist oder so. Und Also das finde ich es auch. ist, und
wen man auch ins Leben reinbringt, wenn man Kinder hat, ist es so ein bisschen, ist es ein bisschen schwieriger, als wenn du alleine bist, weil du hast ja dann auch, die müssen sich ja dann auch erstmal dran gewöhnen und da ist ja dann noch ein anderer Erwachsener dabei. Und ja, das hat vielleicht ein bisschen gedauert, aber das ist in Ordnung jetzt. Wie gesagt, wir haben da ein Haus mitten in den Bergen, auf einem großen Hügel, man kann so ein bisschen den Ozean sehen. Ah, schön. Ja, ist eine Und traumhaft schöne Gegend. ja. Also Und das eine der schönsten Flecken finde ich hier in den USA, die Ecke. ja. Und hatten wir jetzt über Weihnachten den ersten Familienurlaub gemacht, Ski gefahren. Und ja, das klappt einfach alles. Und wie gesagt, das ist in einer ganz, wie bei einer normalen Familie, in Anführungsstrichen, gibt es immer mal Knatschereien oder mal läuft es nicht und manchmal geht es prima. Ja. Ja, ich finde, dass das eine unheimlich schöne Geschichte ist, die du erzählst, zu sagen, man muss einfach offen sein und einfach Ja. seinem Herzen folgen, ob das jetzt der Weg in die USA war, nochmal das Jurastudium hinzuschmeißen und dich weiter auf die Suche zu begeben oder auch zu sagen, ich gehe erstmal eine normale, sage ich jetzt mal, Ehe ein, um dann festzustellen, auch schön, aber das ist es auch noch nicht. Und es ist, ich folge weiter meinem Herzen, was auch immer das ist und was Ja, danach auch genau. immer kommt, weißt du? So, und ich finde, das ist eine ganz inspirierende Geschichte, einfach seinem Herzen zu folgen und nicht einfach nur irgendwo drinstehen zu bleiben. Und zu sagen, ich mache das, weil die Gesellschaft das will oder weil meine Eltern das wollen oder weil man denkt, wenn man einmal Jura studiert hat, muss ich auch Anwältin sein Ja. oder so. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Ehe, egal wie, ja, wenn das einfach nicht mehr das Richtige ist. Und da ist etwas, was mir mehr entspricht oder was eher dein Herzen will, auch zu sagen, okay, da bin ich jetzt, da gehe ich mal hin und teste das mal. Aber dazu gehört natürlich auch viel Mut. Ja, da Ja. hast du unheimlichen Mut bewiesen in deinem Leben, da einfach zu sagen, das mache ich jetzt halt einfach mal, egal was die Welt da draußen sagt. Und ich vermute mal, dass wahrscheinlich nicht jeder mit deinen Entscheidungen, egal welche es jetzt waren, super zufrieden waren und da gesagt haben, boah, das Ja. unterstützen wir. Ne? Ich kann mir gut Ja. vorstellen, dass es da viel Gegenwind wahrscheinlich auch mal von den ein oder anderen Menschen Ja, drumherum das gab. regt sich ja wieder. Und die Sache ist ja die, wie gesagt, ich habe zwei Jungs und du hast auch Kinder. Wir wollen denen einfach auch zeigen, wie ein Leben aussehen kann. Also, dass man offen ist und sein Herzen folgt und Total. Und egal, was sie wollen, scheißegal, Hauptsache, sie sind happy, ne? Und ich ja, finde, oder? ehrlich gesagt, ich finde, Andrea, dass wir mutig sind, wenn wir uns auf diese Dinge einlassen. Und ich finde, dass wir auch Vorbilder sind für unsere Kinder, wenn wir auch mal scheitern oder wenn wir mal Ja, feststellen, klar. das hat vielleicht nicht funktioniert mit deiner Ehe oder das hat nicht funktioniert. Das ist auch mutig und das ist auch eine Vorbildrolle, zu sagen, es geht nicht immer nur geradeaus. Leben geht auch mal zickzack und man fällt auch mal auf den Boden und man muss auch wieder aufstehen. Finde ich, ist auch wichtig. Ja, und das ist wahrscheinlich das Beste, was wir unsere Kinder machen können, denen zu zeigen, dass das Leben nicht immer geradeaus ist, dass es manchmal Kurven gibt und man muss einfach weiter und Total. noch Spaß haben dabei. Ansonsten Hast du auch jemals machen überlegt, wieder zurückzugehen nach Deutschland? War das irgendwann mal wir. überhaupt in den ganzen über 20 Jahren auf deinem Schirm irgendwie? Das ist immer so, wenn man so, vor allem so in der Weihnachtszeit, kennst du ja auch noch von Weihnachten und Weihnachtsmärkten und Glühwein und Weihnachten wird besser gefeiert in Deutschland, ist nun mal so. Und dann fliegst Wobei, du hier ist so. es kitschiger. Aber ich Ja, weiß schon, was du ja. meinst. So dieser wirkliche Christmas Spirit ist schon Ja. anders. Und dann fliegst du nach Hause und da hat man natürlich so ein bisschen die Idee, ach, wie wäre es denn, wenn man nach Hause fliegt und wieder in Deutschland wohnt. Und ich glaube, das legt sich nach einer Woche. Dann ist man da und dann ja, vielleicht doch nicht. Dann hat man wieder auch Freude, wieder zurück nach Kalifornien zu kommen. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, ob das an den Leuten liegt, ob das an dem guten Wetter liegt oder das wahrscheinlich liegt es auch an mir selber, dass man sich viel wohler fühlt, weil man Gut, hier du hast sie jetzt natürlich auch ein Leben alles, was aufbaut. positiv ist, Ja. sozusagen auch da aufgebaut, ne? Und da Ja. haben sich deine Träume quasi Ja. erfüllt.
Nee, Hast du noch eigentlich. viel so Kontakt zu Deutschland? Also hast du noch Nee. Familie oder Ja. ja? Ja, ganze Familie ist noch drüben und die kommen gerne hier jetzt auch rüber. Ist eben eine schöne Gegend und dann machen sie Urlaub. Aber ansonsten vielleicht einmal, 2 Jahre fliegt man rüber. Aber ja, das ist so. Ach, cool. Ja. Nee, ich finde das tolle Geschichte, sehr inspirierende Ich Geschichte, weil. glaube, nach einer Weile, wenn man sich dran gewöhnt, hier an das Gute und vielleicht nicht so Gute und das Lustige hier, dann will man auch vielleicht nicht mal wieder zurück. Keine Ahnung. Ich Ja. finde Wollt ihr immer, das wieder? ist so ein bisschen auch wie mit dem damals von D-Mark auf Euro umzustellen, wenn man aufhört, das umzurechnen, sondern wenn man einfach Oh, sagt, das ist jetzt Euro und das ist so und ich bezahle ja. in Euro und ich rechne nicht mehr, haben wir irgendwann aufgehört. Ich sehe das so oft auf Facebook, dass Leute so sagen, ja, und dann vermisse ich Knorr und dann war das und dann das und Kinderschokolade und weißt du so, und das habe ich überhaupt nicht. Wenn mich jemand fragt, was kann ich dir aus Deutschland mitbringen? Also da fällt mir vielleicht ganz wenig ein, weil wir haben unser Leben hier so eingerichtet. Und klar, so wie du sagst, so Weihnachtsmärkte oder so, oder mal einen Döner essen oder so ein schönes Brötchen oder sowas. Und wenn man dann in Deutschland landet, dann ist das schon was, wo man so denkt, oh, aber ich vermisse jetzt hier gar nichts. Also Ja. es gibt nichts, wo ich sagen kann, da habe ich nicht eine Alternative für gefunden, da habe ich jetzt andere Dinge wertgeschätzt, die ich vorher nicht hatte. Und ich gucke immer eher so auf das, was ich habe und nicht mehr auf das, was ich nicht habe. Ich glaube, das ist so eine Ja. Lebenshaltung, die ich jetzt so für mich gefunden Ja, habe. das stimmt. Ja, Weil sonst hängst genau. du immer dazwischen und dann hast du immer in diesem Defizitdenken. Und es ist Ja. schön, wenn man mal wieder nach Hause kommt, aber mein Zuhause ist halt jetzt einfach hier und da habe ich alles, was ich brauche. Ja. Und da vermisse ich irgendwie auch nichts. Ja, ist schon witzig. Du nennst es trotzdem noch, wenn man nach Hause fährt, obwohl es ja nicht Ja. mehr zu Hause ist. Nee, Ja. stimmt. Ja, nee, ist es auch nicht. Und ich kann auch gar nicht sagen, dass zu Hause hier ist. Aber ich habe für mich, Ja. dadurch, dass wir so viel umgezogen sind, zu Hause bei mir gefunden. Und vielleicht auch so durch diese spirituelle Yoga-Ausbildung in den letzten Jahren oder durch meine persönliche Weiterentwicklung habe ich gelernt, ich kann nur in mir glücklich sein. Und wenn ich das gefunden habe, dann ist es völlig egal, wo ich bin. Und wenn ich in Timbuktu bin, dann spielt das gar Ja. keine Rolle, wo ich bin, solange ich das in mir finde. Und ich glaube, das ist ein groß, also da habe ich sehr viel Arbeit geleistet in den letzten Das Jahren. hört sich auch an, ja. Ne? Und das, glaube ich, haben viele nicht gefunden. Die suchen, suchen, suchen und kein Ort auf dieser Welt kann dir wirklich zu Hause geben. Du hast das nur Ja, hier. Das ist in deinem ja, Herzen. ja, Ja. genau. Wir sind angekommen, sagen wir es mal so. Ja, schön. Was Ja. würdest du Menschen mitgeben, die so jetzt denken, boah, toll, also egal mal, ob auswandern oder nicht, aber boah, Andrea, mega Geschichte, die folgt ihrem Herzen, die schmeißt wirklich eine Jura-Studium dahin und geht so ihren Weg. Also da bist du echt wirklich, finde ich, eine große Inspiration zu sagen, ich, völlig egal, ich mach mal. Was würdest du Menschen so mitgeben? Was ist so dein. Nicht Advice, hört sich so an, ich weiß es besser, aber was so würdest du sagen, was ist eine einfache Hilfestellung für Menschen, dass die mutiger werden, dass sie mehr auch von dir, wie du so deinen Weg gegangen bist, mitnehmen können? Ja, wahrscheinlich, wenn Leute uns jetzt hier zuhören und die denken, ach, wie hatten die das hingekriegt? Sich einfach verinnerlichen, dass wenn ich das hinkriege, kannst du das auch hinkriegen. Ich habe hier nun wirklich nichts Großartiges in mir, sondern man muss einfach Leute finden oder ob du nur ein Buch liest oder ob du jemand zuhörst und denkst, ach, wenn die oder der das kann, dann kann ich das auch. Und das stimmt ja auch so. Und man muss einfach nur anfangen. Und es kann auch manchmal, es ist auch ein bisschen beängstigend. Und dann man muss auch wissen, dass hinter der Angst ist dann die Freiheit und das Schöne. Weil wir müssen alle durch diese Tür durch. Und entweder machen wir das jetzt oder am Ende des Lebens. Die Angst kann uns da nicht zurückhalten. Und es kann schief gehen. Und dann, was machen wir dann? Dann gehen wir wieder auf.
ziehe eine neue Hose an und dann geht es weiter. Ja, klingt so abgedroschen, aber ist Das trotzdem so wahr, tut ne? es. Ist trotzdem so wahr. Man kann Wenn nur, man. ich finde, man kann immer nur aufsteigen, wenn man gefallen ist, weißt du? Ja, So muss einmal ja. durch die Kacke gehen, damit man weiß, okay, so fühlt sich das an. Habe ich verstanden? Okay, weiter, finde ich immer Ich glaube, so. es wird immer abgedroschener, wenn man älter wird, weil bevor denkt man, ach komm, das hört sich ja Ja. so bescheuert an. Aber wenn man älter wird, dann das abgedroschen wird dann auf einmal die Wahrheit, Ja, es war. wo man vorher gedacht hat, Es ist Lebenserfahrung halt, ne? ja, wenn Leute sagen, just do it, oh mein Aber Gott, da sind die ja. Amerikaner. Ich hatte jetzt kürzlich jemanden im Podcast, die auch gesagt hat, ich hätte das alles nicht erreicht, wenn ich nicht, die auch in Kalifornien übrigens, auch in San Francisco, wenn ich nicht die Julia, die jetzt eine Diamanten Online-Shop gemacht hat, die gesagt, die hat einfach gesagt im Podcast, ich hätte das nicht geschafft in diesem positiven, inspirierenden Umfeld. Ne, sagte, war so ihres. Und ich glaube, das macht schon auch viel. Also klar, man, das kommt aus einem selber, aber wenn natürlich da drumherum die Leute sagen, ach komm, wenn er hinfällt, steh wieder auf, geh weiter. Und das sind ja die Amis, ne? Die sind Das einfach stimmt, so. ja. Und das macht schon auch nochmal einen großen Unterschied Oh aus, ja, ich ne? bin wahrscheinlich mehr Ami, als ich zugeben Ja, genau. Andrea, vielen Dank für das tolle, inspirierende Interview. Finde ich eine mega geile Geschichte. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich vermute, du bist sehr, sehr, sehr busy in deiner Praxis. Vielen, 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 vielen Dank. Sehr, sehr tolle Lebensgeschichte. will. Gern geschehen. Es hat Spaß gemacht, sagen wir es mal so, Monique. Danke, dass du das machst. Ich weiß, da steckt viel Arbeit dahinter. Sieht einfacher aus, als es eigentlich ist. Und schön, dass du das machst, weil dadurch hören Leute verschiedene Geschichten und Geschichten sind eben das Beste. Sprechen deine Kinder Deutsch übrigens? Nee. Nee. Das. Die verstehen, der Älteste versteht es ein bisschen. Das sind ein, man hat im Leben natürlich auch Regrets. Und das ist einer. Ach, kannst Weil ja noch. Die sind ja noch jung genug. Schick die nach Deutschland, dass die mal ein Jahr in die Schule gehen oder so. ja, das wird wahrscheinlich passieren. Da können sie dann Deutsch oder Berlinerisch lernen. Das Ja, müssen sie genau. machen. Ja. Also, wir haben hier genügend Deutschlehrerinnen, die hier zuhören. Vielleicht Oh engagierst du Gott. dir mal eine, die machen so Gut. Online-Deutschschule oder sowas. Ja. Liebe Andrea, vielen, vielen Dank und ja, alles Gute für die Tschüssi. Zukunft. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Spannende Geschichte wieder einmal, oder? Schön, dass du da warst hier im Muttersprache-Podcast. Vergiss nicht, dass du uns auf Instagram, Facebook und LinkedIn und YouTube folgen kannst. Was ganz großartig wäre, wenn du auf iTunes oder auf Spotify eine 5-Sterne-Review für uns hinterlässt und natürlich diesen Podcast weiterempfiehlst oder auf all deinen Social-Media-Kanälen teilst. Ganz lieben Dank, deine Monique. Bis nächste Woche hier wieder im Muttersprache-Podcast.